in eine Richtung schieben, die weggeht vom Persönlichen und hin zum Sozialen. Ich habe mir die für mich wichtigsten Meldungen des noch jungen Jahres im Bereich Internet herausgesucht. Zwei waren da für mich ganz entscheidend. Als ich das getan habe, war die Vorratsdatenspeicherung noch nicht gekippt, deswegen lasse ich die jetzt einfach weg. Das eine ist ziemlich interessant gewesen und ziemlich groß gewesen und daran konnte man nicht vorbeigucken, das war nämlich Google Buzz. Das war also der Schritt von Google ins soziale Netzwerk. Das hatte Google vorher schon ungefähr 15 Mal probiert in ganz verschiedenen Facetten und ein bisschen sozialer, ein bisschen weniger sozial, vom Kauf von Orkut, was außerhalb von Brasilien und ich glaube ein bisschen auch Indien praktisch irrelevant ist. Also das die ratlosen Gesichter, die ich sehe, sind das schon symptomatisch. Orkut, ein Social Network, ein relativ frühes Social Network von Google gekauft. Friend Connect, da gibt es noch ein paar andere Geschichten, die Google versucht hat im sozialen Bereich, aber tatsächlich vorangekommen sind wir erst mit Buzz. Nun gibt es Gerüchte, dass Google Buzz deswegen überstürzt gelauncht hätte, auf TechCrunch wurden die vorgestern veröffentlicht, weil sie Twitter unter Druck setzen wollen, um Twitter kaufen zu können. An solchen abenteuerlichen Spekulationen beteilige ich mich natürlich prinzipiell gerne, das ist aber nicht der Fokus, auf den ich hinaus möchte. Ich möchte das verbinden, dieses Google Buzz, was ich wahrscheinlich nicht näher erläutern muss. Ich meine, das war ja in der Tagesschau, ein Social Network startet in der Tagesschau, das zeigt auch schon eine neue Qualität übrigens. Ich möchte das verbinden mit einer zweiten Mitteilung in diesem Jahr, die ich im San Francisco Chronicle in der IT-Abteilung von dieser Zeitung im Internet gelesen habe. Und zwar war die sehr plakative Überschrift: Facebook directs more users online than Google. Das wird natürlich im Artikel wieder ein bisschen relativiert. Und zwar wird das eingegrenzt auf den Zeitraum Dezember 2009, wo eine kleine Firma namens Compete, die Traffic untersucht, so klein ist sie gar nicht, aber das spielt jetzt keine Rolle, die Traffic untersucht, herausgefunden hat, dass im fraglichen Monat, Dezember 2009, auf den großen Netzwerken, auf den großen Networks, News Networks in den USA, nämlich zum Beispiel Yahoo oder MSN, Google für 7% des Traffics gesorgt hat und Facebook für 14% des Traffics. Aus dieser simplen Tatsache, dass Facebook auf diese riesigen und in Amerika sehr wichtigen Seiten doppelt so viel User raufgepumpt hat wie Google, kann man, wenn man möchte, und das möchten wir hier so ein bisschen sophisticated guest-mäßig, kann man schließen, dass immer weniger Menschen das Web mit Google ganz alleine erforschen. Also so als Nutzer bin ich vor dem Interface Google und gebe mal ein und komme dann irgendwo raus. Und immer mehr Menschen den Empfehlungen ihres sozialen Umfelds folgen. Dieses Phänomen nennt sich Friendcasting. Und natürlich hat es, wie übrigens Echtzeitnetz auch, in der deutschen Wikipedia noch keinen eigenen Artikel, wobei das jetzt kein dämliches Wikipedia-Bashing sein soll, sondern einfach die Feststellung, dass das relativ neue Entwicklungen sind, auch wenn wir hier natürlich alle schon seit Monaten über nichts anderes mehr reden. Aber dieses Friendcasting ist ein Mechanismus, der, und jetzt mache ich den Zirkelschlag zu dem, was wir hier gleich besprechen sollen, bedeutet, dass wir das digitale Umfeld, dass wir das Internet in Zukunft wahrscheinlich wahrnehmen werden durch den sozialen Filter der Empfehlungen unserer Freunde. Will sagen, wir kriegen eine Social-Brille aufgesetzt, diesen Begriff habe ich mir gerade ausgedacht, deswegen wirkt er etwas ungelenk, also eine soziale Brille aufgesetzt, die dafür sorgt, was nehmen wir auf welche Art und Weise wahr. In diesem Artikel von Chronicle geht es so weit zu sagen, dass das, was heute Search Engine Optimization ist, also die Suchmaschinenoptimierung, die für ganz viele Seiten absolut lebenswichtig und essentiell ist, um überhaupt gefunden zu werden, dass das langsam abgelöst werden könnte von Social Media Optimization. Das bedeutet, so viel Traffic wie möglich über Social Networks zu bekommen. Und dass das tatsächlich eine relevante Größenordnung ist, kann man zum einen an der von mir erwähnten Pressemitteilung sehen, wo Yahoo 14% des Traffics bekommt von Facebook und nur 7 von Google. Und zum Zweiten auch wird jetzt, damit verbinde ich das und schließe auch, ich denke, das waren ziemlich genau 10 Minuten, ein einziger Satz ohne Punkt dazwischen, damit verbinde ich das auch, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich Googles Schritt in die soziale Welt mit Buzz,
mit dieser Mitteilung. Es könnte nämlich sein, dass Google einfach gemerkt hat, dass ihre Hauptaufgabe, Aufmerksamkeit zu verteilen, irgendwann abgelöst wird von dem, wie sie es im Moment machen, über Ausrechnen von Algorithmen hin zum Auslesen der sozialen Verbindungen. Und dass das mit dem Begriff Friendcasting einer der wichtigsten Themen, eines der wichtigsten Themen der Zukunft sein wird, was Nutzung vom Internet angeht.